herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate. Wir befinden uns jetzt im 6. Monat und ich möchte euch ein paar super tolle Neuigkeiten hier in diesem Video erzählen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin bald Zweifachmama und habe schon einen 2,5-jährigen Sohn namens Noah und da habe ich auch schon ganz viele Schwangerschaftsupdates gedreht damals. Die kann ich euch ja unten mal in der Playlist verlinken. Aber wir starten jetzt direkt mal mit dem 6. Monat. Also ich habe das so ein bisschen eingegrenzt und zwar zwischen der 21. und 24. Woche. Zuallererst möchte ich etwas ganz Tolles erzählen. Ich bin so beruhigt. Ich habe nämlich jetzt einen Platz in meinem Wunschkrankenhaus bekommen. Ich kann sie ja beim Namen nennen, das ist die Havelhöhe. Die hatten wir auch schon beim ersten Kind ausgewählt. Man kann sich dort nur innerhalb einer Woche anmelden. Das heißt also, jetzt im Dezember war die Anmeldephase für April-Babys. Also erstmal habe ich einen Terminkalender gesetzt für diesen Tag, damit ich da frühzeitig anrufe. So verrückt ist das schon. Aber ich habe irgendwie vergessen, in meinen Kalender eine Einstellung zu setzen, dass ich eine Benachrichtigung bekomme. Und dann habe ich das total verdödelt. Ich habe eigentlich diesen Tag dick und fett in meinen Kalender eingetragen und markiert. Und dann war ich ein bisschen schockiert, dass ich das tatsächlich verdödelt habe. Jedenfalls lief dann schon die heiße Phase, dass man dort anruft und sich anmeldet, seit genau 30 Minuten. Und ich dachte mir so, oh nein, das kann nicht sein. Und die haben nur pro Tag 2 Stunden innerhalb dieser einen Woche von 10 bis 12. So, 30 Minuten sind schon vergangen und ich dachte mir so, oh mein Gott, nein, ich habe es verpasst. So, und dann haben André und ich mit unseren beiden Telefonen einfach mal dort angerufen. Natürlich war dort besetzt. Ich muss euch ganz klar sagen, wir haben 30 Minuten nonstop dort angerufen. Also angerufen, besetzt, aufgelegt, angerufen, besetzt, aufgelegt. Ich habe 60 Mal hintereinander diese Nummer gewählt. André hat, glaube ich, diese Nummer 70 oder 80 Mal gewählt. Und wer kam ran? André kam als erstes dran. Also bin ich sofort zum Telefon gerannt. Und ja, dann war die Dame am Telefon dran und meinte, ja, wie ist denn ihr Name und wann ist Geburtsdatum? Und dann habe ich natürlich alle Fakten genannt. Und hieß es, ja, ich nehme sie mal mit auf. Das ist wahrscheinlich ihr erstes Kind. Ich so, nee, das ist das zweite Kind. Weil ich habe nämlich gehört, dass beim zweiten Kind, dass man da höhere Chancen hat, dort aufgenommen zu werden, wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass die Liste zu voll ist, dass man da so ein bisschen abwägen kann. Das ist keine valide Aussage, das habe ich nur gehört, das steht nicht im Internet. Zwillingsgeburten und Beckenendlage, oder wie ist es, ja? Beckenendlage haben immer Vorrang, deswegen, I don't know. Sagte sie, ach so, ja, okay, das vermerke ich mir dann. Ich so, ja, da hieß ich nämlich nochmal anders, ich habe nämlich geheiratet. Und dann hat sie nochmal nachgeschaut, ah ja, okay, verstehe. Dann hat sie mir ein Datum genannt, circa einen Monat vorher, wo man dann hinfährt zur Havelhöhe und dann ein Gespräch mit einer Hebamme führt. Ich kann mich ja an den Termin erinnern bei der ersten Schwangerschaft, dass ich den aktiv genutzt habe, um zu sagen, ich möchte das und das und das und das und das nicht. Und da hat die Hebamme schon so ein bisschen blöd reagiert. Also und da bin ich mit einem ganz doofen Gefühl da rausgegangen und ein bisschen enttäuscht war ich schon. Das hat nichts zur Geburt beigetragen, denn die Geburt war eigentlich gefühlsstark und ja, ich habe alles super wahrgenommen. Und natürlich haben sie auch die Wünsche erfüllt, die ich in diesem Gespräch gesagt hatte. Ich kann euch die Havelhöhe, falls ihr aus Berlin kommt, nur empfehlen. Also egal wie lange man dort fährt, man weiß den Grund, warum man dorthin fährt. Die Havelhöhe ist nämlich ein super angenehmes Krankenhaus. Es ist ein anthroposophisches Krankenhaus, wo so ein bisschen ganzheitlich auf dich und deine Seele, deinen Körper geachtet wird und wo dir auch extrem viel Zeit gegeben wird. Ich spreche aus Erfahrung. Bei der ersten Geburt habe ich 3 Tage Wehen gehabt, Leute. Ich war 3 Tage 1 Zentimeter nur auf und es hat sich nichts getan. Ich bin trotz 1 Zentimeter ins Krankenhaus gefahren. Es hat mir keiner gesagt, kommen Sie jetzt, sondern ich bin dahin gefahren nach 3 Tagen und habe gesagt, so Leute, jetzt hier. Und da haben sie mir gesagt, ja, also Sie können hier bleiben oder nach Hause fahren, das ist Ihnen überlassen, was Sie möchten. Und habe ich gesagt, ich fahre jetzt nicht zurück, das wäre für mich ein Rückschritt und auch psychisch so, oh nee, dann wäre die Geburt wahrscheinlich überhaupt nicht vorangegangen. Naja, dass sie alleine schon
mir die Möglichkeit gegeben haben, dort zu bleiben. Dann habe ich eine Rosenölmassage bekommen, habe dort den ganzen Tag im Familienzimmer verbracht. Es hat mir keiner was gesagt. Es hat keiner gesagt, kommen Sie runter zur Untersuchung. Sondern ich bin von ganz alleine darauf gekommen, weil ich in mir gespürt habe, lass uns die Untersuchung durchmachen. Und dann in der Untersuchung wurde mir gesagt, ja, Sie können jetzt in den Kreißsaal. Ja, dazu kann ich ja euch mein Geburtsvideo verlinken. Dort habe ich alles detailliert erklärt. Das sind meine Erfahrungen, die ich bei der Havelhöhe gemacht habe, die ich wahrscheinlich in keinem anderen Krankenhaus so erfahren hätte, sag ich mal. Ich höre ja von Freunden ganz andere Stories. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, wofür die Havelhöhe steht. Die Havelhöhe hat auch einen YouTube-Channel, lustigerweise. Und da gab es ein Video, wo die Hebammen meinten, sie seien ein Krankenhaus und gleichzeitig ein Geburtshaus vom Feeling, dass das so ein bisschen vom Feeling rüberkommt, dass es schön muckelig ist, dass du alleine gelassen wirst, dass dir Vertrauen gegeben wird, dass du dort eine aktive, selbstbestimmte Geburt auch haben kannst, wenn du das möchtest, mit Begleitung von anthroposophischer Medizin eben. Das fand ich sehr schön erklärt. Die sind ja spezialisiert auf die Beckenendlage, also wenn dein Kind mit den Füßen zuerst kommen sollte, haben sie die Möglichkeit, geschulte Hebammen einzusetzen, die das Kind so drehen, ne, dass es mit dem Kopf zuerst runterkommt, oder eben eine Geburt in Beckenendlage durchführen. Ich finde es ganz wunderbar, dass es solche Krankenhäuser gibt. Ich bin mir sicher, es gibt ganz tolle Geburtshäuser. Ich wusste sofort, dass ich auch beim zweiten Kind zur Havelhöhe gehen möchte. Deswegen, ich kann euch nur empfehlen, euch frühzeitig um eure Krankenhäuser oder Geburtshäuser zu kümmern. Die haben nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen, wo du dich dann halt anmelden kannst. Das hatte mir meine Hebamme auch schon gesagt. Und auch apropos Hebamme, ich habe ja gesehen, euch hat das Video sehr gut gefallen mit Karin. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch ebenso unten in der Infobox. Karin und ich wollen im Januar ein zweites Video drehen zum Thema Stillen und Wochenbett. Also wenn ihr dazu Fragen habt, gerne auf Instagram oder hier unter das Video eure Fragen hinterlassen und ich sammle die dann wie gehabt. Ein großes Thema ist natürlich auch Kinderwunsch, schwanger werden trotz Stillen. Das habe ich schon auf dem Zettel geschrieben. Zweiter großer Punkt, den ich sagen wollte, ist, ich war bei der Feindiagnostik. Warum habe ich die Feindiagnostik gemacht, obwohl ich ja eher weniger Tests jetzt in dieser Schwangerschaft und auch in der letzten Schwangerschaft gemacht habe, ist der Grund, weil wir ja in Urlaub fahren und das war letztes Mal genauso, dass wir kurz bevor wir in Urlaub gefahren sind, eben zur Feindiagnostik gegangen sind. Und da habe ich eine ganz tolle Ärztin, die war auch schon beim ersten Mal dabei und ich fand die so super, dass wir jetzt nochmal hingegangen sind, um halt einfach nur mal zu checken, dass wirklich alles okay ist, dass wir reinen Gewissens in den Urlaub fahren können, wenn wir mal keine Bedenken haben, in Urlaub zu fahren. So, und bei der Feindiagnostik hat sie wirklich alles gecheckt und sie hat jede kleinste Ecke untersucht. Und was sie gesehen hat, war, ich habe es mir aufgeschrieben, in der 22. Woche war ich da, hat sie das Kind gemessen und es war 24 cm groß. Sie hat keine Auffälligkeiten entdecken können und ja, ein normales Baby gesehen. Sie hat auch das Geschlecht gesehen, aber hat es uns natürlich nicht gesagt, weil wir im Vorhinein ja meinten, wir wollen uns überraschen lassen. Also bitte nicht auf das Geschlecht zeigen oder sagen. Das hat sie auch ganz nebenbei einfach so ganz subtil gemacht. Das fand ich ganz toll. Ich hatte sie ja irgendwann gefragt, und gucken Sie jetzt noch das Geschlecht nach? Dann sagt sie, ja, da war ich schon längst. Habe ich direkt gesehen. Und sie meinte, man sieht es sofort, ob Junge oder Mädchen, weil wenn ich immer sowas höre, dann denke ich immer, ja, sie meinten Jungen, weil man sofort die Hoden sieht oder so. Aber sie sagte, man sieht beides sofort. Also dachte ich, okay. Wirklich noch fest entschlossen, dass ich das Geschlecht nicht vorher wissen möchte. André auch nicht. Und wir sind beide eigentlich total happy mit der Entscheidung und freuen uns auf das, was kommt. Mir geht es eigentlich gut soweit. Ich bin wieder gesund. Das sind die Top News ever. Also ich war ja 6 Wochen am Stück am Husten, ihr wisst. Und ich versuche gerade alles, um gesund zu bleiben. Zum Beispiel habe ich nur die letzten 2 Kita-Wochen rausgenommen, weil dort Hand, Mund, Fuß war und ich hatte gar keinen Bock drauf.
dass Noah nochmal krank wird, weil er war jetzt auch gerade, er ist jetzt auch gerade wieder gesund. Er hat keine Schniefnase mehr, er hustet nicht mehr. Und das will ich auch gerne beibehalten für die Feiertage und für den Urlaub. Und deswegen habe ich das gemacht und meine Mutter hat Gott sei Dank dann vormittags übernommen. Ja, das war meine Mutter. Die ist gerade mit Noah draußen. Und die macht einen ganz tollen Job, dass sie auf ihn aufpasst vormittags, wo ich super dankbar sein kann, dass ich hier Unterstützung habe in derselben Stadt. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Also ich hätte ihn in die Kita gebracht, wären wir jetzt nicht kurz vor den Feiertagen oder kurz vorm Urlaub, sondern wäre es eine ganz normale Woche. Wobei Hand und Fuß, ja, das zieht sich halt 3 Wochen, ne? Wir hatten schon 3-mal Hand und Fuß, deswegen, nee. Ich hatte auch schon bei der Hebamme und bei der Ärztin angerufen, um zu fragen, ob Hand und Fuß irgendwelche Schwierigkeiten für die Schwangerschaft darstellen. Aber das tut es nicht, Gott sei Dank. Ringelröteln soll wohl das Gefährlichste sein. Meine Hebamme hatte mir ja gesagt, ich soll bis nach den Feiertagen noch 50 Milligramm Zink nehmen, um halt mein Immunsystem zu boosten oder kontinuierlich gesund zu halten. Und Vitamin D3 nehme ich auch in Tröpfchenform. Ja, aber aus diesem 6 Wochen langen Husten hat sich dann leider etwas entwickelt, was gar nicht so schön war, nämlich ein Ziehen unterhalb der Rippe. Der HNO-Arzt sagte mir, es könnte ein verklemmter Nerv sein vom Husten. Ja, und dann habe ich eine Überweisung zum Osteopathen, Gott sei Dank, bekommen, weil ich es eingefordert habe. Und habe direkt eine Schwangerschaftsspezialistin gefunden, die mich dann halt so ein bisschen durchknetet und zurechtdrängt. Ich war vorher noch nie bei der Osteopathin. Es ist ein bisschen wie Physiotherapie, nur halt tiefer. Also sie geht tiefer unter die Muskeln. Und finde ich ganz toll. Ich mag ja so Massagen und alles, was dazu gehört. Und da fühle ich mich immer ganz wohl. Und wir haben jetzt erstmal 3 Termine. Den ersten Termin hatte ich schon. Und da hatte sie auch meinen Rücken getaped mit so Chinesis. Tape heißt das, glaube ich. Und hat dann auch direkt gesehen, woher die Kopfschmerzen kommen, interessanterweise. Sie meinte, hier hinten habe ich einen herausstehenden Knochen. Den haben alle. Bei einigen oder anderen schaut er halt mehr heraus und ja, bei mir auch. Und daher kommen die Kopfschmerzen, sagte sie. Ein ganz interessanter Ansatz, weil ja, ich habe ja des Öfteren Migräneanfälle oder Kopfschmerzen. Also ich möchte keine Medikamente mehr nehmen. Ich habe schon genug genommen während meines Krankendaseins. Aber auch noch Rückenschmerzen. Und komischerweise oder auch lustigerweise ist das auch der gleiche Zeitraum in der ersten Schwangerschaft, wo ich Rückenschmerzen bekommen habe, aber noch Vollzeit gearbeitet habe. Also vom ganzen langen Sitzen habe ich überwiegend Rückenschmerzen bekommen. Deshalb bin ich auch froh, eben auch nochmal bei der Osteopathin zu sein. Falls ihr den Tipp noch nicht kennt, die TK, ich bin bei der TK, übernimmt 40 Euro und eine Session kostet jetzt für mich 90 Euro. Der Urlaub steht an. Ich bin ganz aufgeregt und es wird noch ein Video folgen, ein Vlog, wo ich die Kamera so mitnehmen werde. Ich habe so ein paar kleine Helferlein eingepackt, die zeige ich euch dann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich zeige euch jetzt noch meinen Babybauch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!